Brot und Leben. Das sagte Jesus über sich selbst. Eines Tages kamen ein paar Leute zu Jesus und fragten ihn: Was müssen wir tun, um Gott gefallen zu können? Glaubt einfach an mich und folgt mir nach, denn Gott selbst hat mich geschickt. Gib uns ein Zeichen, gib uns Brot, so wie Moses uns vor langer Zeit Brot gegeben hat, das vom Himmel fiel. Nicht Moses hat euch dieses Brot gegeben, sondern Gott, mein Vater. Dieses Brot gibt auch heute noch der ganzen Welt Leben. Gib uns dieses Brot, baten sie. Ich selbst bin dieses Brot, das vom Himmel gekommen ist, erklärte er. Wer mich isst und mein Blut trinkt, wird ewiges Leben haben. Jesus wusste schon, dass er sterben würde und dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden würde. Symbolisch dafür wird beim Abendmahl Wein getrunken, der das Blut von Jesus darstellt, und Brot zerbrochen und gegessen, was darstellt, dass Jesus getötet werden musste. Wie? Wir sollen dich essen? Das ist doch barbarisch! Es geht nicht anders. Gott, mein Vater, hat mich geschickt und ich bin der Einzige, der ihn gesehen hat. Ohne mich könnt ihr nicht zu ihm kommen. Als sie das gehört hatten, wollten viele nichts mehr mit Jesus zu tun haben und gingen weg. Auch viele der Freunde von Jesus, die er Jünger nannte, verließen ihn. Jesus fragte nun seine 12 besten Freunde, die Apostel: Wollt ihr auch weggehen? Er wusste, dass auch sie das, was er gesagt hatte, nicht verstanden, es ihnen seltsam vorkam und einige sogar wütend machte. Zu wem sollen wir denn gehen? Antwortete da Petrus. Du bist doch der, der die Worte hat, die uns ewiges Leben geben. Gott selbst hat dir das gezeigt, freute sich Jesus. Und die Apostel gingen weiter mit ihm.